schaffe ich es, alle Gewinner des großen Preises von Kanada richtig zu erraten. Los geht's. Wir fangen direkt mal an. Und ich würde sagen, 67 könnte das ein Brabham gewesen sein. Genau, Jack Brabham. 98 New Zealand. Belgium. Wie heißt denn der? E-X. Ja, Jackie X. Ohne S, okay. Brazil. Menzel. Ja, ich weiß nicht Brazil, aber egal. Brazil, natürlich Senna. Dann haben wir Belgium. Kein Plan. Fittipaldi. Ja, Emerson. Dann haben wir noch Piquet. Dreimal gleich. Austria muss dann eigentlich Lauda sein. Oh, doch nicht. Dann wahrscheinlich Berger, oder? Genau. France, kein Plan. Prost natürlich vielleicht. Prost. 94, Germany. Schumacher, natürlich. Oh, 7-mal. Auch Hamilton natürlich. Hamilton 7-mal. Spanien, dann Alonso. Dann haben wir United Kingdom. Das ist dann der Button. Dann Germany, Vettel. Australia, Ricciardo, sein erster Sieg 2014. Ricciardo. Dann haben wir Poland. Kubica natürlich, ein Jahr nach seinem Unfall. Finnland, Raikkonen. Dann haben wir noch, ja, Häkkinen, oder Häkkinen halt. United Kingdom 96, Damon Hill. France, Patrice? Nein, keine Ahnung. Belgien, weiß ich nicht. Italien, es gab italienische Fahrer. Ganz schwierig, wirklich ganz schwierig. Kanada, Australia. Kanada, das Schild. Villeneuve? Nein, erst. Villeneuve. Australia, South Africa. Ich kenne einen, aber das ist sehr, sehr schwierig. Den weiß ich nämlich auch nicht. United Kingdom könnte noch Stewart sein. Stewart. Ja, Jackie Stewart. Belgien, Australia. Puh, New Zealand. Ich finde 50 geschafft. Und da fehlen wir der Danny Halm. Den sollte man eigentlich kennen. James Hunt. Ganz bitter. Jody Scheckter. Stimmt, der war das aus Südafrika. Rinia Knox, der wäre mir nicht eingefallen. Ja, wie viele hättet ihr richtig? Scheu lese ich, Idiot, natürlich. Wie viele hättest du richtig gewusst? Schreib's gerne in die Kommentare. Mach gerne das Blog für mehr.